Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meyer-Stiftung an diesem schönen deutschen Einheitstag sehr herzlich hier in Karlsruhe begrüßen. Ich tue das besonders gerne, weil das Motto der heutigen Veranstaltung für ein Europa der Freiheit und der Bürger Herausforderungen und Aufgaben an keinem Tag so wie an dem der deutschen Einheit passend ist. Besonders nach den Europawahlen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung und beachtlichen Ergebnissen populistischer Parteien sind diese Themen höchst brisant. Ein Europa der Vielfalt, der Subsidiarität, ein Europa bürgernah, das sind Fundamente liberaler Europapolitik. Und ein Europa der offenen Grenzen, ein Europa, das finanziell solide ist, das nach marktwirtschaftlichen Regeln strebt, das sind liberale Kernziele. Diese Regeln bilden auch die Grundlage für die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit im Inland und im Ausland. Für unsere Überlegungen um die weitere Entwicklung der europäischen Integration waren Sie Grundlage für ein Zukunftspapier, das unter einer Expertenkommission unter Leitung von Hermann Otto Solms ausgearbeitet worden ist und das 7 Forderungen zur politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung der EU zum Inhalt hat und das wir auch auf Ihren Plätzen hier ausgelegt haben. Unsere tägliche Arbeit in der Naumann-Stiftung basiert auf liberalen Prinzipien wie Subsidiarität, wie Demokratie, wie Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft. Und sie sind untrennbar mit Freiheit und Verantwortung verbunden. Werte, auf die auch die Europäische Union gründet. Es gibt heute Tendenzen, die diese Werte der EU in Frage stellen. Nicht nur die Wahlergebnisse euroskeptischer Parteien oder die ausgesprochen geringe Wahlbeteiligung zeigen das. In Schottland gab und in Katalonien gibt es Volksabstimmungen über deren Unabhängigkeit. Neben diesen regionalistischen Stimmungen gewinnen aber auch nationale Stimmungen an Einfluss, wie man am Beispiel Ungarns oder der Front National in unserem Nachbarland sehen kann. Es stellt sich daher nur die Frage, ob die europäischen Werte selbst obsolet geworden sind. Oder treibt etwas anderes europäische Bürger um? Womöglich waren einige Schritte oder Wegmarken auf dem Weg der Integration problematisch. Um die Herausforderungen der Zukunft Europas zu lösen, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Lange Zeit entwickelte sich die Union hin zu einer mehr und mehr supranational verwalteten Institution, einer eigenen Entität. Begonnen hat die europäische Einigung mit den 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, den Benelux-Ländern Deutschland, Frankreich und Italien. Und heute besteht die EU aus 28 Mitgliedstaaten und es stehen noch weitere Beitrittskandidaten bereit. Ich erinnere mich selbst sogar
an ein Gespräch am 20., 21. Februar 2002 in der Naumann-Stiftung, was unter dem Motto stand, Russlands Weg nach Europa. Ein halbes Jahr war gerade 9/11 vorbei. Russland hatte seine Solidarität mit den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht und es gab Anzeichen, ein Fenster dafür, als ob sich Russland dem Westen weiter öffnen würde. Und auf Wunsch Putins fand damals in der Naumann-Stiftung, damals noch unter Vorsitz von Otto Graf Lambsdorff, ein zweitägiges Sitzung statt unter dem Titel Russlands Weg nach Europa. Und Vorsitzender auf russischer Seite war der damalige Sherpa, das sind diejenigen, die den Weltwirtschaftsgipfel vorbereiten, von Putin und bei uns Otto Graf Lambsdorff. Und zu den 6 russischen Teilnehmern gehörten ein gewisser Herr Medvedev, der damals stellvertretende Chef des Präsidialamtes war, und Michail Chodorkowski. Und ich erinnere mich deutlich an die Worte damals, wir sind ein europäisches Land. Wir wollen in mittelfristiger Hinsicht in die europäische Gemeinschaft. Ein halbes Jahr später war Chodorkowski dann unter fadenscheinigen Gründen festgenommen worden, weil er offensichtlich zu gefährlich wurde und das Thema war beendet. Aber vor 10 oder 12 Jahren gab es eben diese Überlegung, Russland in mittel- oder etwas längerfristiger Hinsicht an die europäische Gemeinschaft zu führen. Mit all seinen unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründen, unterschiedlichen wirtschaftlichen Kapazitäten, unterschiedlichen historischen Vorgeschichten ist Europa heute zu einer Einheit in Vielfalt geworden. Die europäische Integration schritt seit Gründung der EGKS mal mehr, mal weniger schnell voran. Liberale Außenminister gestalteten diesen Prozess der europäischen Einigung nachhaltig mit. Sie gestalteten einen Prozess, der besonders für Deutschland nach dem schrecklichen Krieg bedeutsam war. Denn für Deutschland bedeutet die EU mehr als wirtschaftliche Zusammenarbeit. 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer bedeutet Europa für uns nach wie vor ein Stück weit Verzeihen, ein Handreichen und eine zweite Chance. Und dessen muss man sich auch an dem heutigen Tage immer bewusst sein. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich den Weg verfolge von dem Jahre 1969, als die FDP damals mit Walter Scheel eine neue Ostpolitik und Willy Brandt einleitete. Dem waren wirkliche Kämpfe in der FDP um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze vorausgegangen. Dann schrieb im Jahre 1970/71 bei den Moskauer Verträgen Walter Scheel als Außenminister, und das wurde dann Bestandteil der Verträge, mit dem Satz, dass wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirken wollen, dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Dieser Brief wurde Bestandteil der Moskauer Verträge. Und 2 Jahre später begann dann der KSZE-Prozess in Helsinki. Und es kam Anfang der 80er Jahre erst die Solidarność-Bewegung in Polen
und dann Perestroika und schließlich durch die friedliche Revolution in der DDR dann die deutsche Einheit. Und wir haben das nur erreicht mit Zustimmung der europäischen Partner und der großen Vier damals. Ohne das wäre das alles nicht möglich gewesen. Ohne Europa wäre dieser Weg nicht möglich gewesen. Und deshalb muss man nicht nur an dem heutigen Tag, sondern auch bei dem europäischen Einigungsprozess immer daran zurückdenken, was wir dieser europäischen Einigung als Deutsche zu verdanken haben. Wir haben jetzt die Chance, an einen Raum des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands mitzuarbeiten. Eine Chance, den Nationalismus, der in den vorangegangenen Jahrhunderten zu europäischen Bruderkriegen führte, zu überwinden. Heute beklagen viele, Europa sei zu weit entfernt von den Bürgern. Die Integration sei zu weit vorangeschritten. Sie missachte europäische und liberale Grundsätze wie Subsidiarität, demokratische Mitbestimmung und marktwirtschaftliche Ordnung. Und die Bürger reagieren ihrerseits mit Wahlenthaltung, Rückzug auf den Nationalstaat oder Regionalpatriotismus. Diese Bedenken müssen wir ernst nehmen, mit ihnen müssen wir uns auseinandersetzen. Denn die Europäische Union und mit ihr die europäischen Bürger stehen heute, und das wissen wir alle, vor enormen Herausforderungen. Wenn mit der Forderung nach Wiedereinführung der Grenzkontrollen Wahlen gewonnen werden können, wie dies in Dänemark, den Niederlanden und zuletzt auch in Deutschland geschehen ist, stellt sich nicht zuletzt die Frage nach dem Umgang mit Migration und Freizügigkeit. Es stellt sich die Frage nach der Binnenmigration, wenn die Angst vor Migranten aus Bulgarien, Rumänien und vormals Polen geschürt wird. Es stellt sich auch die Frage, wie offen sich Europa nach außen geben soll. Besonders Griechenland, Italien und Spanien haben mit Flüchtlingen aus Afrika, dem Nahen Osten und Afghanistan zu tun. Europa steht insbesondere vor einer moralischen Frage. Wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen? Wie viele Flüchtlinge sind die europäischen Bürger bereit zu akzeptieren? Wenn der Bürger sich nicht mehr repräsentiert fühlt von den politischen Institutionen, wenn die Bürger die europäischen Institutionen nicht mehr verstehen, wenn die Bürger dann der Wahl fernbleiben, dann stellt sich die Frage nach der demokratischen Legitimation, nach der Transparenz der Entscheidungen und Beschlüsse. Und schließlich stellt sich die Frage nach der Zukunft der europäischen Währungs- und Wirtschaftspolitik. Wir müssen wieder zurück zu Solidität, Haftung und Verantwortung. Zugleich müssen wir aber auch Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe übernehmen. Und wir müssen wieder Verträge und rechtsstaatliche Prinzipien einhalten. Denn nur dann können wir selbst unserem Teil der Verantwortung gerecht werden. Meine Damen und Herren, diese und andere Herausforderungen möchten wir heute mit Ihnen diskutieren. Und wir freuen uns, und ich ganz besonders, dass wir Karl-Dieter Möller, den ehemaligen Leiter der ARD-Rechtsredaktion, auch zur Moderation dieser 11. Karlsruher Verfassungsdialog-Veranstaltung gewinnen konnten. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Irmgard Schwetzer, Bundesministerin AD, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ich habe heute Morgen mal nachgerechnet, dass wir uns seit 1983 immer wieder nicht nur begegnet sind, sondern auch in vielfältigen Funktionen zusammengearbeitet haben. Ja,
und sie bemerkt gerade, seit meinem, unter meinem Anstellungsvertrag, damals als Bundesgeschäftsführer der FDP 1983, trägt ihre Unterschrift als damalige Generalsekretärin der FDP. Ich begrüße Professor Dr. Jan Bergmann, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht in Stuttgart, Vorstandsvorsitzender des Europazentrums Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Michael Theurer, Mitglied des Europäischen Parlaments, sehe ich noch nicht. Den wird dann später Karl-Dieter Müller begrüßen. Und ich begrüße Professor Dr. Dirk Wenzel. Er hat die Jean Monnet-Professur, Lehrstuhl für European Economics in der Hochschule in Pforzheim. Herzlich willkommen. Und last but not least, Professor Dr. Jürgen Morlock, Vorsitzender des Kuratoriums der Naumann-Stiftung. Und wir kennen uns noch länger, noch länger, das schon seit Anfang der 70er Jahre. Und dann haben wir uns wieder getroffen, als ich stellvertretender Bundesvorsitzender war und schließlich wieder bei der Naumann-Stiftung. Zur Naumann-Stiftung. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind. Das ist ja das erste Mal, dass wir von dem Mai-Rhythmus abgewichen sind, dass wir bewusst auf diesen Tag gegangen sind. Aber wir hatten das Europa-Thema auch für den Mai avisiert. Und dann bekamen wir doch wegen der Europawahlen am 25. Mai Bedenken, weil uns natürlich sowieso nicht der Vorwurf gemacht werden kann, wir würden Parteipolitik machen in der Zusammensetzung, aber wir wollten das denn gar nicht entstehen lassen, eine solche Diskussion. Und das ist der Grund, weshalb wir auf diesen schönen Tag heute gegangen sind. Letzte Bemerkung noch von meiner Seite. Ich bin noch in dem Programm ausgezeichnet als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Naumann-Stiftung. Das bin ich jetzt genau seit einer Woche nicht mehr, aber weil ich nicht mehr kandidiert habe für den Vorstand, irgendwann muss auch eine Zeit von 19,5 Jahren eben an der Spitze der Stiftung auch mal zu Ende gehen. Und ich habe nicht wieder kandidiert, aber ich wollte wenigstens der guten Ordnung halber darauf aufmerksam gemacht haben. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir am Ende des Tages nach unseren Diskussionen deutlich machen konnten, dass die europäischen, dass die liberalen Werte wichtiger sind denn je, dass aber eine Diskussion über das Wie einer weiteren europäischen Integration offen diskutiert werden kann und muss. Herzlich willkommen. Vielen Dank.